Liebe Bürgerinnen und Bürger von Bautzen, heute an diesem wunderschönen sonnigen Tag haben sich einige Mitglieder des Bürgerbündnisses Bautzen hier an diesem einen der schönsten Orte von Bautzen zusammengefunden, um sich als Kandidaten für die Stadtratswahl am 26.05.2019 vorzustellen. Liebe Bautzener Bürger, mein Name ist Christian Haase. Ich möchte Sie im Namen des Bürgerbündnisses Bautzen ganz herzlich bitten, nutzen Sie die beiden Chancen in diesem Jahr, einmal Ende Mai bei den Kommunalwahlen und einmal im September bei den Landtagswahlen. Geben Sie Ihre Stimme ab, gehen Sie zum Wahllokal, suchen Sie für sich eine demokratische Partei oder suchen Sie das Bürgerbündnis Bautzen als Ihren Favoriten. Sichern Sie mit, dass die Demokratie im Lande erhalten bleibt. Das ist kein Selbstläufer. Wir haben zu viel Gefahren von links und von rechts im extremistischen Bereich. Dem sollten wir gemeinsam begegnen. Vielen herzlichen Dank. Schönen guten Tag, Frau Kluge. Ich grüße Sie recht herzlich an unserem wunderschönen Tag heute in der Altstadt. Seit 2010 sind Sie bereits bei uns im Stadtrat für das Bürgerbündnis tätig. Sie haben seitdem sehr viel erreicht und möchten auch jetzt wieder für den Stadtrat kandidieren. Was treibt Sie immer noch an? Was sind dann Ihre Erfolge, die Sie in den letzten Jahren schon für unsere schöne Stadt geschafft haben? Ja, wir haben viel erreicht. Zum Beispiel die Abschaffung der Straßenbaubeitragssatzung und den Neubau einer Kita, der inzwischen auch in vollem Gange ist am Schützenplatz. Wir mussten natürlich auch einige Rückschläge einstecken, wie zum Beispiel im letzten Stadtrat der Beschluss, dass die Krone also keine Förderung bekommt. Das hat uns sehr zurückgeworfen, aber nichtsdestotrotz, genau das macht uns gerade stark. Und da möchte ich mich gerne wieder einsetzen und weitermachen. Das ist Motivation und Ansporn, um weiter einfach für die Stadt da zu sein, für die Stadt gute Erfolge zu erzielen, sie attraktiv zu machen. Und das macht mir unheimlich viel Spaß und Freude. Und ich bin auch mit vollem Elan dabei. Ja, das weiß ich. Aber wobei wir vielleicht dazu sagen sollten, es geht nicht nur um die Krone, weil es ja doch den einen oder anderen Skeptiker auch gibt dabei, sondern es geht Ihnen generell darum, einfach Bautzen, unsere Stadt schöner und attraktiver zu machen. So habe ich das jetzt verstanden. So ist es auch gemeint gewesen. Es ist ja letztendlich nur ein Beispiel. Es geht ja auch um die Schulen. Das wird ja auch ein ganz großes Problem werden in Bautzen. Wir sind natürlich für einen Neubau einer Grundschule. Das wird aber nicht das Einzige bleiben. Es wird sicherlich weitergehen, dann auch mit den weiterführenden Schulen. Da muss man auch überlegen, ob die dann ausreichen werden. Das wird aber die Zeit zeigen. Das werden die Prognosen zeigen, die uns vorgelegt werden. Und dafür müssen wir gemeinsam kämpfen. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Dinge, die wir für die Stadt gestalten müssen. Das wollen wir gerne gemeinsam tun. Und deswegen bitte ich Sie, geben Sie bitte Ihre Stimme für mich am 26.05.2019 fürs Bürgerbündnis Bautzen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Frau Kluge. Ich grüße Sie recht herzlich. Auch Sie kandidieren für das Bürgerbündnis 19. Stellen Sie uns sich doch selbst mal ganz kurz vor. Und was genau möchten Sie dann bewirken, wenn Sie in den Stadtrat gewählt werden sollten? Mein Name ist Undine Wojcik und ich möchte mich stark machen, dass die Jugend hier in Bautzen bleibt. Dass es attraktiv ist, Bautzen, dass sie ihre Möglichkeiten hier haben, sowohl wirtschaftlich, dass sie hier gutes Geld verdienen können, als auch, dass sie in Freizeit und Kultur die nötigen Möglichkeiten finden. Ich denke, Bautzen ist mehr als eine Osterstadt. Haben Sie da auch schon ganz konkret eine Idee? Ja, ich denke schon, dass auch die Krone zum Beispiel wieder zu beleben oder überhaupt das Vereinsleben wieder in Gang zu bringen oder zu stärken, ganz wichtig ist. Also Sie möchten, dass mehr geboten wird für genau, uns? Genau, genau. Gut, danke schön. Ja, schönen guten Tag.
Mein Name ist Uta Winzer, ich bin eine waschechte Bautzenerin und möchte mit meiner Kandidatur für Bautzen etwas erreichen. Gemeinwohl und Plätze zum gemeinsamen Zusammensein und Feiern. Meine Aktion ist auch für die Krone in Bautzen etwas zu erreichen als Kultur- und Vereinshaus. Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme. Vielen Dank. Schönen guten Tag, Herr Jurus. Ich grüße Sie ganz herzlich an diesem wunderschönen Platz. An Sie die Frage, was machen Sie beruflich und was treibt Sie dazu, im Mai für das Bürgerbündnis in Bautzen zu kandidieren? Ja, ich kandidiere für das Bürgerbündnis Bautzen, um in den Bereichen Soziales und Bildung Einfluss zu nehmen, im Sinne unserer Stadt, im Sinne unserer Einwohner, Bewohner, damit wir in dem Bereich einen guten Ablauf, eine gute Vollständigkeit haben, dass wir ganz einfach das absichern, was unbedingt notwendig ist. Was machen Sie beruflich? Beruflich bin ich jetzt schon seit Jahren als Lehrer tätig, habe lange Zeit in der sozialen Arbeit gearbeitet, war da unterwegs in Bautzen und im ganzen Landkreis. Also kenne mich in allen Bereichen des sozialen Lebens doch sehr gut. Also ist der Herr Jurus richtig für die sozialen Bereiche? Das denke ich, ja. Danke.